Hi, ich bin Samuel, 20 Jahre alt und habe eine soziale Angststörung. Ich denke, der Grund für jegliche Abweichungen der Norm kristallisiert sich bereits im jungen Kindesalter heraus. Ich wurde mein gesamtes Kindes- und Jugendleben aus verschiedenen Gründen gemobbt und als Person nicht anerkannt. Weshalb sich in meinem Kopf eine grundlegende negative Einstellung gegen jeden Menschen entwickelt hat. Und glaubt mir, hat sich einmal ein solches Gedankenmuster gefestigt, ist es unglaublich schwer, dieses wieder loszulassen. Bereit und offen für neue Erfahrungen zu sein, verlangt viel von dir. Vielleicht hast du heute schon die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. Bei mir war es so schlimm, dass ich einen Menschen nicht einmal mehr in die Augen schauen konnte vor Angst. Angst vor mir selbst. Ich habe mich ausgeschlossen gefühlt und glaubte, der Mensch in mir sei verloren. Doch das war er nicht. Egal wie tief du glaubst zu sein, es geht tiefer und das ist völlig in Ordnung. Du kannst aus dem tiefsten Tief in das höchste hochkommen und umgekehrt. Das nennt sich Leben. Es fing dann damit an, dass ich den ersten Menschen Hallo sagen konnte. Später konnte ich sogar manchmal lächeln. Und heute spreche ich mit jedem Menschen, der auf mein Hallo antwortet.